Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Wir haben uns das unglaubliche Recht erspielt, gegen diesen Kollegen hier antreten zu dürfen, nachdem wir zwei andere besiegt haben. Unser Deck momentan ist das Wasserbombendeck. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus momentan. Wir haben neue Pikachus drin, die könnten hilfreich werden. Ja, ansonsten können wir da momentan nicht viele Änderungen dran vornehmen. Also würde ich sagen, versuchen wir unser Glück mal mit diesem Mann hier. Das ist Felix. Ja, du musst wirklich sehr gut sein, wenn du Sarah und Dingensbummens besiegt hast. Ja. Dann stellt er uns Lisa vor. Ja, wir wollen gegen Felix in der Tat antreten. Okay, das wird dann ein Match-Duell mit 4 Preisen. Wasserclub-Mitglied Felix mit dem Wellenrauschen-Deck. Okay, jeder Spieler mischt das Deck des Gegenspielers. Kriegen wir hin. Ich hoffe mal, wir fangen wieder mit einem Magnetilo oder sowas an. Irgendwas schönes Elektrisches, was ihn einfach sofort umhauen kann. Alex hat keine Basis-Pokémon in der Hand. Boah, aber eine Menge Energie. Glücklicherweise hat dieses Spiel die Regel, wenn wir keine Basis-Pokémon haben, können wir einfach nochmal ziehen. Sehr hilfreich, ohne dass wir dabei irgendwelche Rückschläge erleiden müssen. Ja, okay. Magnetilo, das ist gut. Außerdem haben wir eine Computersuche. Ich muss nochmal genau gucken, was die macht. Entferne zwei Karten aus deiner Hand, aus dem Stapel, um nach einer beliebigen Karte zu suchen. Okay, das war die Computersuche. Kann nützlich sein, muss nicht. Pikachu ist das mit Nagen und Donnerschock. Das könnte nicht schlecht sein. Naja, wir spielen erstmal Magnetilo, würde ich sagen. Ja. Und dann setzen wir uns Pikachu. Pikachu, 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 Pikachu. Und Ratzfratz, weil es viel Spaß macht. Raus damit. Zack, zack. Man weiß leider nie, was in den Preisen liegt. Okay, vielleicht starten wir irgendwann mal als Erster. Boah, wir sind als Erster am Zug. Was? Das ist ja noch nie passiert. Halte ich für einen Mythos, dass wir anfangen dürfen. Oh Gott, direkt ein Lapras. Okay. Generisches Pokémon Lapras hat aber schwäche Elektrizität. Das ist schon mal sehr gut für uns. Okay. Fangen wir doch direkt mal mit einer Elektroenergie auf Magnetilo an. Und Wellen mit dem Donner. Komm schon. Sehr gelähmt! Aha. Nicht, dass es irgendwas bringt bei einem Lapras, das sowieso noch keine Energiekarten hat, aber es ist gelähmt! Aha. Jo, Felix, zeig, was du kannst. Wasserenergie an Lapras, wer hat's gedacht? Wendet den Sukuna anzugreifen. Ich weiß nicht, wie viel Energie kein Lapras zum Angreifen braucht, hätten wir gerade eben direkt nachgucken sollen. Pflanzenenergie gezogen. Geht nach dem Spielbereich, geht nach Pokémon Lapras. Oh, kann tatsächlich mit einer schon angreifen. Plus 10 für jede weitere Wasserenergie. Okay, und Fußstrahl. Eieieiei. Das ist gefährlich. Wir hätten dann mit Cholo, das wir ausrüsten können. Machen wir das oder rüsten wir lieber Pikachu aus? Ja, komm, wir haben die Kampfenergie dafür. Wir rüsten das mal mit Cholo aus. Okay. Donnerwelle. Komm schon. Kopf. Nope. Natürlich nicht. Das ist nicht so gut. Lapras hält 20 Punkte Schaden aufgrund von Schwäche. Dann befürchte ich mal den Konfusstrahl. Nein, Moment, Wasserenergie an Krabi. Und Krabi zu Kingler. Oh oh. Okay. Aquaknarre wollte ich ja nur zählen. Das ist nicht so schlimm. Soweit so gut. Elektroenergie gezogen. Das ist schön. Dann können wir Pikachu nämlich ausrüsten. Das wird Pikachu auch bald brauchen können. Und es geht weiter mit einer weiteren Donnerwelle. Komm schon, komm schon! Ah, nicht gut. Okay. Lapras hat weitere 20 Punkte. Wegen Schwäche. Komm schon, komm schon, komm schon! Europe, keine Wasserenergie! An Europe, okay. Dann bringt er uns zumindest nicht um. Ja, dann ist das so. Dann fällt Lapras jetzt gegen unser Magnetilo. Und wir kriegen eine weitere Elektroenergie. Ah, das ist nicht schlecht. Dann geht die Elektroenergie auf jeden Fall an Pikachu. Und es wird Zeit für eine weitere Donnerwelle. Jetzt ist mir die Leben auch egal. Ich werde jetzt kriegen, also. Nope. Ah, umso besser. Höhere Chance auf Kopf in der nächsten Runde.
Flump. 20. Und kampfunfähig. Okay, was ist unser Preis? Eine Plus Power. Ah, das könnte nützlich sein. Jetzt kommt erstmal der Kingler. Okay, kann Kingler mit einer Wasser schon was machen? Mit zwei Wasser kann er wahrscheinlich was machen. Nein, beendet den Zug. Haha. Wunderschön. Zap das. Brauchen wir aber gerade nicht. Gegnerischer Spielbereich. Das Kingler kann Dreschpflege, aber 10 Schadenspunkte mal die Anzahl der Schadensmarken. Okay, also konnte er nicht. Kann aber Krab haben in der nächsten Runde, das ist nicht gut. Also ist es wohl Zeit für eine kleine Explosion. So, Magnetilo. Finale! Mach's kaputt. Der Kingler braucht kein Mensch in der Arena. Bams! 80 aufgrund von Schwäche. Kingler ist kampfunfähig. ja. Oh, Magnetilo ist ebenfalls kampfunfähig. Und wir hauen einmal 10 Schadenspunkte um die Wette. Zack, Jurabell 10. Zack, Sepal 10. Und wir kriegen einen weiteren Preis. Es ist eine Kampfenergie. Boah, er kriegt leider auch einen Preis. Jurab soll es also sein. Okay, dann wählen wir Pikachu aus. Und hoffen, dass er keinen Yugong hat. Das wäre problematisch. Ach, nicht schon wieder ein Lapras. Und ein Seeper. Wasserenergie an Lapras. Okay, ist jetzt nicht so kritisch. Eine Energiekarte wäre jetzt sehr gelegen. Eine Energiekarte? Na, wer sagt's denn? In diesem Falle ist es Zeit für die Computersuche. Das brauchen wir nicht. Und die Tauschkarte brauchen wir auch nicht. Also ja. Raichu! Jo, dann haben wir nämlich Agilität und Donner. Das wären. Mist. Ernsthaft? Donner. Ernsthaft? Ugh. Generische Pokémon. Lapras kann gleich angreifen. Hey, ist ja schrecklich. Ja, okay, aber wir haben die Plus Power. Damit geht das alles. Es gefällt mir zwar nicht, dass Raichu so schlecht ist im Vergleich, aber es geht. So, Raichu! Und dann Pluspowern wir eine Runde, damit dieses Jurab in dieser Runde schon stirbt. Angriff mit Agilität. Einmal bitte Kopf. Jawohl. Aha. So, doppelte Power. Also, 50 Schadenspunkte wegen Schwäche und wir nehmen keinen Schaden in der nächsten Runde. Tschüss, Jurab. Dickter. Dicklitz. Soweit so gut. Das heißt, wir können wahrscheinlich in der nächsten Runde gewinnen. Oh, er kann nämlich nicht angreifen. Wir heben eine Karte ab. Es ist ein Pokéball. Das heißt, wir haben eine Kampfenergie für Raichu. Und das bedeutet, wir können Donner benutzen. Ist mir egal, ob wir Schaden nehmen oder nicht. Jawohl, hau rein. Und BAMS! 120 Schwäche. Lapras ist kampfunfähig. Alex nimmt einen Preis. Es ist eine Donnerenergie. Jo, alle Preise gewonnen. Du hast das Duell mit Felix gewonnen! Was? Wie konnte ich nur verlieren? Alex erhält eine Boosterpackung Raizor. Dann schauen wir doch mal, was drin ist. Kabutops, Flamara, Schlurp, Dratini, Muschas, eine Psychoenergie. Ammonitas, Oval, oh, wenn wir mal Psycho spielen wollen. Und eine weitere Boosterpackung, Razor. Mhm. Arktos, nice. Arktos erhalten. Das ist mal ordentlich. Ja, ja. Definitiv. Eine der sehr, sehr guten Karten. Porenta, Austos, noch ein Blitzer, Vulpix, Mozi, Menki, Traumato, Mirabla. Wir bräuchten echt mal mehr Energiekarten, Auswahl. Wir müssen, glaube ich, mehr gegen die Professoren spielen. Nun, ich habe es dir versprochen. Ich werde dich Lisa vorstellen. Glaub ja nicht, du seist sehr gut, weil du mich besiegt hast. Wir haben ja noch Lisa hier im Wasserclub.
Lisa, bitte wach auf. Was ist los? Ich habe so schön geschlafen. Nun, was? Du hast verloren? Wie konntest du nur? Was, Alex? Ich werde dein nächster Gegner sein. Ich, Lisa, Meisterin des Wasserclubs. Willst du gegen Lisa antreten? Eigentlich gerade nicht. Nicht? Wie langweilig. Ich habe mich so auf ein Spiel mit den Pokémon-Sammelkarten gefreut. Komm bald wieder. Teleport. Kann ich jetzt einfach mit dir reden? Bist du nicht Alex? Du hast dich also entschieden, gegen mich anzutreten? Nö. Ich wollte einfach nur gucken, ob ich weiterhin gegen dich antreten kann. Nicht immer noch langweilig. Tschüss. Ich bin auf dem Weg, Energiekarten mal kurz ein bisschen zu farmen, weil das ist ja schrecklich. Jetzt ist die Frage, wir haben hier vorne theoretisch noch zwei Decks, die wir nicht kennen, aber der gibt auch nur Energiekarten. Ist halt effektivste nicht eher gegen den Idioten hier zu farmen, weil die Duelle gegen den sind ja, glaube ich, immer exakt die gleichen, ne? Ups. Ja, ich weiß, dass die Grundregeln sehr wichtig sind. Ich möchte zumindest mal eben testen, ob das ernsthaft funktioniert. Ja, ich möchte gegen Jan antreten. Einfach nur dieses Schwachsinnsduell gegen den mehrfach zu machen und dafür Energiekarten zu bekommen. 3, 4, 5, 6, 7. Jupp, das ist wieder genau das gleiche Duell wie beim letzten Mal auch. Das heißt, wir können exakt unsere Züge wiederholen und so dieses Duell jedes Mal gewinnen, wenn ich das richtig sehe. Ha. Ob das jetzt so wünschenswert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Wir machen es jetzt mal für ein paar zusätzliche Energiekarten. Vielleicht spiele ich es ein, zwei, dreimal zwischen den Episoden, sodass man es jetzt nicht jedes Mal angucken muss. Aber es ist natürlich nützlich, damit wir ein paar zusätzliche Energiekarten kriegen können, wie gesagt. Hiep. Plump. So, holen wir Macholo eine rein. Macholo kriegt ebenfalls eine Kampfenergie, kennen wir schon. Dann kann er uns nämlich zurücktreten. Oh nein, Sternduell 20 Schaden. Was sollen wir nur tun? Dafür erhalten wir eine weitere Wasserenergie. Zack, zack, zack. An Goldini. So, Golking. Zack, spielen wir drauf. Flump, Evolution. Dann Rückzug mit Sterndu. Kommt Golking rein und wir greifen an mit der Hornattacke. Zack, 10 SP Schaden. Bom, bom. Ja, Rattefratz kickt eine Runde. Also Macholo kickt eine Runde und Rattefratz wurde gespielt, so rum. Aber das Duell, wie gesagt, kennen wir ja im Endeffekt schon. Das ist nichts Neues hier. Ja, dann kriegt der liebe Golking noch eine Wasserenergie und dann haben wir sowieso schon gewonnen. Zack, Kaskade. So, 30 Schaden an Macholo. Dann kriegen wir nämlich eine Wasserenergie als Preis. Jo, er setzt Red Freights ein. Red Fratz ist nicht unbedingt die beste Wahl gegen Golking, aber entwickelt sich ja einmal zu Ratzegal, was aber auch nicht wirklich helfen wird, denn mit Biss braucht er immer noch 3 Züge, um uns zu erledigen, und wir brauchen nur 2, um ihn zu killen. Außer er hätte plötzlich irgendwelche zusätzlichen Trainerkarten, die ihm helfen würden, die er nicht hat. Also machen wir direkt Kaskade drauf, ohne irgendwelche Umschweife, ohne irgendwelche nutzlosen Karten zu spielen, weil wir wissen, dass wir das Duell exakt so gewinnen können. Elektroenergie an Ratzegal, macht Biss, wer hätte es gedacht, hätte auch keinen Sinn gemacht, Superzahn zu benutzen. Jo, und damit ist dieses Duell wieder vorbei, wir haben einen Trank gezogen. Und wir kriegen wieder ein Booster-Pack mit Energiekern, also das funktioniert auf jeden Fall, außer wir kriegen jetzt plötzlich kein Booster-Pack mehr, was mich ein bisschen wundern würde. Und wir nehmen einen weiteren Preis, es ist eine weitere Wasserenergie, wer hätte es gedacht. Alex hat alle Preise gewonnen, du hast das Duell mit Jan gewonnen. Ja. Dann kriegst du den Dreh raus. Und wir halten eine Boosterpackung Kolosseum. Mit Energiekarten, lass mich raten. Jo. Ha. Ja, also ich werde auf jeden Fall so weitermachen und ein paar mehr Duelle gewinnen. Und zwischen den Episoden ein paar Mal gegen Jan antreten. Das geht ja ziemlich schnell, das sind ja nur 3 Minuten. Und wir kriegen dafür massig Energiekarten. Dann haben wir für unsere Decks demnächst keine Energiekartenprobleme mehr, die ja momentan echt ein bisschen doof sind. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir eine neue E-Mail gekriegt haben. Ja, yep, haben wir. E-Mail Nummer 2. Alex, ich bin's, Dr. Mason. Ich habe einige Informationen über Lisas Deck. Sie ist die Meisterin des Wasserclubs. Ihr Deck setzt Regentanz ein.
Turtox Pokémon Power. Dafür musste Turtox erstmal überhaupt aufs Feld kriegen. Sie kann ihren Wasser-Pokémon Wasserenergie geben, um sie zu stärken. Die Schwäche besteht gegenüber Elektro-Pokémon. Ich empfehle dir ein Deck der Psycho-Medaille-Maschine für den Kampf. Hier ist eine Boosterpackung für dich. Cool. In meinen Boosterpackungen Rätsel umsonst. Aber ich habe die Psycho-Medaille-Maschine nicht. Wir haben den Psycho-Club noch nicht mal angefangen. Wir überprüfen mal die Karten in der Boosterpackung. Da hätten wir Dragonier. Oh, eine doppelt farblose Energie. Wie schön. Ein Blitzer, ein Rezeros, Pikachu, Muschas, Volteball, geheimes Fossil. Ja, der Rest ist nicht so geil. Alex, halte durch und gib nicht auf! Masons Labor, Dr. Mason, Zwinker-Smiley, lass das. Alex hat den PC wieder ausgeschaltet. Aber das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Dann ändern wir mal unser Deck wieder. So, irgendwas, was wir hier noch ändern wollen? Nee, irgendwas, was ich hier ändern möchte? Nee, auch nicht. Wie sieht's hier aus? Wir hätten jetzt Schlurp im Angebot. Schlurp ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, das wäre ein guter Tausch für dieses sinnlose Tangela, das wir mit uns rumschleppen. Dann tun wir Schlurp jetzt nämlich mal stattdessen rein. Was haben wir Dratini Dragonier? Und die tun wir jetzt auch nicht einfach so rein, das ist auch nicht so sinnvoll. Okay, dann können wir nämlich die ganze Pflanzenenergie raustun. Dann haben wir eine doppelt farblose, die wir jetzt dazu tun können. Leider haben wir immer noch keine zusätzliche Kampfenergie gekriegt, wie ich gerade sehe. Jesus. Wir brauchen mehr Kampfenergie, das geht ja so nicht. Wir haben Mankey gekriegt, sehe ich gerade. Verstohlener Blick. Einmal während deines Zuges kannst du dir eine der folgenden Karten anschauen. Die oberste Karte vom Deck eines Spielers, eine zufällige Karte von der Hand eines Gegners oder einen der Preise eines Spielers. Ah ja, okay. Na, bringt alles nichts so wirklich. Lassen wir die Pflanzenenergie mal übergangsweise noch drin und ich schätze mal, dann können wir das beim nächsten Mal erst ändern. Speichern? Nein. Der Speichern? Nein. Der Speichern? Nein. Okay. Ja. Wie gesagt, wir machen hier mal wieder eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder nach einigen Duellen gegen diesen Kollegen, wo wir ein bisschen mehr Kampfenergie haben werden, damit wir unser Deck auch mal mit Kampfenergie aufstocken können. Wäre sinnvoll. Bis zum nächsten Mal. See ya.